Hallo meine Lieben, es gibt eine neue Trendradar Box und ja, ich bin ein bisschen spät dran, das ist die Unibox und das Unboxing wird auch ein bisschen anders, weil ich hatte ja in der Vergangenheit jetzt irgendwie echt oft Tonprobleme. Also es war jetzt so ein paar Wochen oder so zwei, drei Wochen, wo es irgendwie total oft schief ging und jetzt habe ich, glaube ich, alles richtig installiert und auch das richtige Mikrofon. Aber ja, ich hatte ein Video aufgenommen mit Auspacken und dann wollte ich es schneiden und dann war die Tonspur weg und ja, und dann musste ich eigentlich alles nochmal machen. Also jetzt muss ich alles nochmal machen und habe aber, bis ich das gemerkt habe, bis ich das Video schneiden wollte, die Sachen ja schon weggeräumt, teilweise ausprobiert und ja, jetzt sammle ich die mal wieder zusammen, stelle sie euch vor und das Gute ist, ich habe jetzt ein paar wenigstens schon mal ein bisschen testen können. Ja, wie ihr wisst, ich bekomme die Trendradar Box immer kostenlos zur Verfügung gestellt. Deswegen erscheint dann hier auch immer dieses Werbevideo-Dings. Und die Box hat diesmal das Motto Hello World. Genau, weil jede Box kommt immer monatlich mit einem Motto und dann passen die Sachen, die in der Box sind, eben dann zu diesem Motto der Box. Ja. Und ihr habt wie immer auch hier hinten eine Upcycling-Idee. Wir fangen mal mit dem ersten Artikel an. Ich gehe jetzt hier die Liste durch mit den Sachen, die drin sind, weil ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich sie rausgeholt habe. Aber wir haben hier ein Allround-Tuch. Ein Tuch, was eigentlich als Haarband gedacht ist. Das ist ziemlich lang, was ich gut finde, weil ich hasse kurze Tücher. Und es ist auch ein bisschen stretchig, so ganz leicht. Ist aus Baumwolle 100% und in einem Khaki-Ton. Aber bei mir sehen halt Kopftücher, also ich wickel mir das jetzt einfach mal um den Kopf. Das habe ich auch beim ersten Mal schon gemacht, das sah schon beim ersten Mal total grandios aus. Ja, also man könnte es hier oben knoten. Das sieht, Haarbänder stehen mir super, total. Das ist, ja, der letzte Schick bei mir. Also, aber vielleicht habt ihr eine Kopfform dafür, um ein Haarband zu tragen. Ich habe deswegen auch gar keine Ahnung, wie man diese Sachen binden könnte und so weiter. Aber finde es prinzipiell immer eine schöne Idee. Und werde das einfach, glaube ich, als Halstuch tragen dann. Dafür bietet sich das für mich an. Und zwar ist das wohl der Haartrend 2018, das Haarband. Mit dem Allround-Tuch aus deiner Trendbox kannst du verschiedene exotische Styles ausprobieren oder es als lässigen Schal tragen. Genau, das werde ich tun. Eine Anleitung, wie du dein neues Tuch am schönsten binden kannst, findest du hier auf trendradar.de/haarband-binden. Also da könnte man gucken, wie man das hinbekommt. Es ist auch ein kleines Bildchen dabei von jemandem mit gebundenem Haarband. Aber ja, wie gesagt, bei mir sieht das einfach nichts aus. Aber es ist entstanden in einer Kooperation mit Blackstar und kostet 16,90 Euro, aber ist wie gesagt auch aus 100% Baumwolle. Wir machen weiter mit zwei Produkten, die ich getestet habe, nämlich einmal hier dieses Aloe Vera Gel. Und zwar perfekt für entspannte Haut. Das Aloe Vera Gel von Sante Verde ist vegan, für alle Hauttypen geeignet und versorgt dich mit Feuchtigkeit. Der 90% reine Aloe Vera Saft kommt in der perfekten Größe für den frischen Kick unterwegs. Ist also eine Mitnahmegröße, deswegen ist es relativ klein. Aber es ist ziemlich ergiebig. Also ich habe das jetzt schon einige Tage benutzt und da ist immer noch, glaube ich, mehr als die Hälfte drin. Ich benutze es zu Hause, weil unterwegs, dadurch, dass ich meistens Make-up drauf habe oder irgend sowas, eine getönte Creme oder sowas, würde ich mich jetzt unterwegs nicht mehr damit eincremen. Aber ich benutze es zu Hause, habe es jetzt abends und morgens immer verwendet und muss sagen, ich mag es sehr, sehr gerne. Ich finde also Aloe Vera, was ich bei Aloe Vera generell nicht so mag, ist, dass es halt so relativ klebrig auf der Haut wird. Also ich mag es dann zum Beispiel auch nicht mit Aloe Vera Produkten, wenn das so das letzte Produkt ist und ich brauche immer noch mal eine Creme darüber. Also wer von euch aber vielleicht eher fettige Haut hat oder normale Haut, da könnte es das auch reichen. Ich benutze es einfach jetzt als Serum für eben unter der Haut, unter der Creme und mag es sehr, sehr gerne. Also meine Haut verträgt es super, da ist keine Rötung, da ist keine Reizung oder irgend sowas. Es hinterlässt ein angenehmes Gefühl, bis auf dieses klebrige halt. Von daher, ja, also mir gefällt es. Und diese kleine Tube kostet 12,95 Euro. Mir persönlich wahrscheinlich zu teuer zum Nachkaufen. Ich habe jetzt auch noch von Santé ein Serum hier, was ich als nächstes verwende. Also von daher, ich bin auch erstmal versorgt. Aber vielleicht ist es für euch interessant, wenn ihr vor allem was auf sehr starke Aloe Vera Basis sucht. Dann haben wir als nächstes einen Lippenpflegestift
Für Lippenpflegestifte bin ich immer zu haben, vor allem wenn sie gut sind. Und ich finde, es gibt gar nicht so viele gute und vor allem dann auch vegane Lippenpflegestifte. Ich hatte jetzt einen gehabt von Dresdner Essenz und den mochte ich überhaupt gar nicht. Das hier ist einer mit Salz. Pflege deine Lippen im Sommer mit dem Salzquell-Lippenbalsam mit wertvollen exotischen Inhaltsstoffen wie Kakao und Shea-Butter samt Weich von Salzquell Kosmetik. Kostet 7,90 Euro, ist schon höherpreisig für eine Lippenpflege, aber ich muss sagen, ja, so ein Ding hält bei mir auch ziemlich lange. Ich benutze den aber auch nicht 100 Mal am Tag. Ich habe den jetzt irgendwie schon ein, zwei Wochen lang, eine Woche ausgiebig benutzt und da ist immer noch sehr, sehr viel da. Und ich mag es an dem, dass der einmal richtig schön buttrig ist. Also für mich muss eine Lippenpflege buttrig sein. Ich mag das nicht, wenn die so relativ hart sind, weil dann muss ich quasi so auf meinen Lippen rumdrücken und irgendwie hat es dann nachher kein Ergebnis. Also ich mag so dieses Saftige. Und was ich hier total lustig finde, ist, dass es halt wirklich ganz leicht nach Salz schmeckt. Also man hat so, ja, so ein bisschen was Salziges. So ein bisschen wie wenn man gesalzene Reiswaffeln isst und dann diesen leichten Salzgeschmack irgendwie hat. Finde ich aber sehr angenehm. Ich mag generell so auch Thermalbäder mit Salz zum Beispiel super gerne. Also die dann auch mit Salzwasser sind und wo dann der Ruheraum mit so Salzwasser zerstäubt wird oder so. Das mag ich halt generell sehr, sehr, sehr gerne. Von daher passt das super. Und wenn der leer ist, dann werde ich mir den mit Sicherheit auch wieder kaufen. Was ich, wie man sieht, noch nicht ausprobiert habe, aber mit Sicherheit in sehr naher Zukunft ausprobieren werde. Und vor allem bei mir passt es auch sehr gut mit der Anti-Pickel-Maske. Weil ich ja auch immer wieder mit unreiner Haut zu kämpfen habe, beziehungsweise so eine leichte Rosazea habe und dadurch kommt es immer wieder raus. Und ich hatte ja in der einen Box jetzt mal so eine Teebaumölseife, die funktioniert mega gut für meine Haut und ich glaube, das hier wird ihr auch gut tun. Ich mag generell auch diese Schäbensmasken sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Also die funktionieren eigentlich immer richtig gut. Ich habe danach ein wirklich super Hautgefühl, auch gerade bei diesen porenreinigenden Masken und so, die mag ich gerne. Und genau, das ist die Anti-Pickel-Maske mit australischem Teebaumöl. Also auch wieder Teebaumöl drin. Teebaumöl mag meine Haut tatsächlich sehr gerne. Da muss man nur ein bisschen aufpassen. Das Teebaumöl ist natürlich auch austrocknend. Und ich habe ja auch trockene Haut. Also man muss dann immer so ein bisschen mit einer Feuchtigkeitspflege nacharbeiten. Passt aber eigentlich auch wieder sehr, sehr gut mit der Aloe Vera-Pflege. Also Teebaumöl, Aloe Vera sind dann gegenseitig dann sehr ausgleichend. Und Aloe Vera wirkt ja auch hautberuhigend. Genau, die habe ich noch nicht ausprobiert. Übrigens, falls ihr die nicht vegane Box bekommen habt, wäre eine Schokoladenmaske drin. Und was ich aber ziemlich cool finde, es steht hier auf dieser Karte immer bei, was die eine Box hat, was die andere Box hat. Und 90% dieser Sachen sind in allen Boxen vegan. Und es gibt nur ein paar Ausnahmen, die in der nicht veganen Box dann eben nicht vegan sind. Was ich sehr, sehr cool finde. Ja, das nächste Produkt musste ich gerade aus meiner Sporttasche rausgraben. Da lag das nämlich jetzt schon drin. Das ist ein Deo-Stick, ein Deodorant. Ich zeige euch das hier auch mal gerade. Exotische Düfte erlebst du mit den Paper Tube Deo Sticks von Ben und Anna. Die natürlichen und rein veganen Inhaltsstoffe bieten den gewohnten Schutz vor Schweiß und Körpergeruch. Dabei kommt das Deo in nachhaltiger Pappverpackung ohne Aluminium und andere Zusatzstoffe aus und ist selbstverständlich cruelty-free, kostet 7,95 Euro so ein Stick. Und erst war ich mega begeistert, weil ich mir dachte, cool, ein festes Deo als Stick, weil bei festen Deos nervt es mich immer so ein bisschen, in dieses Glas irgendwie reingreifen zu müssen. Und dann hat man es auch schnell unter den Fingernägeln und man hat es an den Fingern und ja. Und es ist halt auch beim Sport dann irgendwie ein bisschen nervig, wenn ich unterwegs dann nochmal bin. Und dann dachte ich mir, das kommt doch super. Aber, also einmal, wir können es einfach hier, also man kann hier unten gegendrücken und dann kann man es oben rausschieben. Problem ist aber, es muss erstmal warm werden, damit es ein bisschen cremig wird. Also es ist am Anfang, man sieht es vielleicht auch hier, bröselig. Und das heißt, wenn ich das jetzt einfach so anwende unterm Arm, dann passiert da nicht viel, beziehungsweise es bröselt total und bröckelt und ist nicht so angenehm. Das heißt, ich muss es eigentlich erstmal ein bisschen mit dem Finger irgendwie weich und warm machen und kann es dann benutzen. Also habe ich im Endeffekt auch den gleichen Effekt, wie wenn ich irgendwie in eine Deo-Tube hineingreife. So, und dann könnte ich quasi auch das von meinen Fingern nehmen und dann unter die Arme schmieren und ja. Ne? Also damit hat man schon mal nicht so den Vorteil eines Deo-Sticks, den ich gehofft hatte. Allerdings ist es trotzdem praktischer, muss ich sagen, den rauszudrücken, dann abzunehmen mit den Fingern, als irgendwo in so ein Glas reinzugehen. Ich habe es trotzdem nicht unter den irgendwie Fingernägeln oder so. Du kannst dann einfach wieder zurückdrücken, zumachen. Also die Packung finde ich super praktisch. Und was ich eben an diesen natürlicheren Deos sehr, sehr gerne mag, gerade wenn da Kokosöl und vielleicht noch so ein bisschen Natron oder so mit drin ist,
Es ist nicht so, dass ich weniger schwitze dann, wobei ich das generell, also solange kein Aluminium-Deo drin ist, hat man das eigentlich sehr selten oder ich, dass ein Deo so wirkt, dass ich wirklich weniger schwitze. Aber was ich gemerkt habe, ich bin jemand, ich stinke nicht schnell nach Schweiß oder so, aber man kennt es vielleicht manchmal im Sommer, wenn man die ganze Zeit so stetig immer ein bisschen schwitzt, dass man doch irgendwann so diesen leichten Geruch hat und ja, dann halt schnell wieder unter die Dusche springt, obwohl man eigentlich gar nicht schmutzig ist oder so. Und seitdem ich jetzt irgendwie generell kokosölbasierte feste Deos benutze, habe ich das nicht mehr. Also das heißt, Kokosöl und Natron eigentlich auch. Und wenn man jetzt zum Beispiel noch, weiß nicht, Fenchel oder nee, Salbei, wenn der zum Beispiel drin ist, der wirkt antibakteriell. Also dass sich diese Bakterien quasi nicht bilden, die für diesen Geruch sorgen. Und das heißt, ich habe einmal sehr, sehr gepflegte Achseln dadurch, durch das Kokosöl und hier noch Shea-Butter drin. Und gleichzeitig rieche ich halt irgendwie nicht mehr nach Schweiß, weil sich diese Bakterien nicht mehr bilden. Von daher, das ist für mich ein riesiger Pluspunkt von solchen festen Deos. Das nächste habe ich noch nicht getestet. Das ist hier in der veganen Box die Vanilla Cookies von Rice Mice. Und ich weiß gar nicht, ob diese Packungsangabe, was da dran steht, das ist, glaube ich, für die normalen Snackboosts. Bei der normalen Box sind die Snackboosts aus UK dabei. Und da steht auch ein Preis dafür dran. Ich glaube nicht, dass das hier 97 Cent kostet, diese Packung. Aber die habe ich noch nicht getestet, weil ich ja gerade Zucker und so reduziere. Und das werde ich mir aber aufheben mal für einen besonderen Moment, wo ich mir einfach ein paar Kekse gönne. Biologische Vanillekekse mit Reismehl, Rübenzucker, Sonnenblumenöl, Tapioca-Stärke, Kakaobutter, Zitrone, Natriumhydrogencarbonat als Backtriebmittel, also Natron und Vanille. Und als Emulgator Sonnenblumenlecithin. Ja, also auch kein Palmfett oder irgend so ein Schmonsens drin. Und was haben die eigentlich für einen Zuckergehalt? Auf 100 Gramm haben sie 10,5 Gramm Fett und 22,4 Gramm Zucker. Also ja, die passen gerade nicht ganz in meine Ernährung hinein. Deswegen bleiben sie etwas Besonderes mal für einen besonderen Tag. Oder ich entscheide mich nachher doch auch, sie mal an euch zu verlosen. Wobei die schon echt lecker aussehen. Mal gucken. Worüber ich mich richtig gefreut habe und ich habe es noch nicht ausprobiert, warum auch immer, sind diese Basilikumsamen. Also ich meine, Chiasamen müssten ja die meisten unter euch kennen und Basilikumsamen funktionieren an sich genauso. Ich habe die damals in Indonesien kennengelernt. Da gab es im Supermarkt Getränke mit Basilikumsamen drin. Das sieht halt auch cool aus. Und ich mag so diesen Effekt, dieses auf der Zunge. Und es gibt aber, ich habe es jetzt auch hier bei DM oder so gesehen mittlerweile, diese Drinks mit Basilikumsamen drin. Und das wollte ich mir jetzt einfach auch mal machen, vor allem, weil ich ja im Moment halt auch unglaublich viel esse, dadurch, dass ich dann auch so relativ gesund esse oder relativ fett und zuckerfrei. Nicht 100%, aber relativ. Und dadurch esse ich jetzt irgendwie noch viel mehr. Und da wollte ich mir jetzt auch mal einfach mal diese Basilikumsamen mit in Getränke und Saft und so geben, damit ich da auch nochmal ja, ein bisschen gesättigter dadurch bin. Mal gucken. Aber da habe ich mich sehr drüber gefreut. Chiasamen waren gestern. Heute sind Basilikumsamen das neue Superfood. Naja, Superfood-Trends muss man nicht mitmachen, aber Basilikumsamen sind schon irgendwie cool. Die von Davert sind sogar Trendprodukt 2018. Ursprünglich kommen Basilikumsamen aus dem tropischen Afrika und Asien. Und in deiner Hello World Box kommen sie jetzt auch zu dir und versorgen dich mit gesunden Nährstoffen für 4,99 Euro diese Packung. Generell mal ganz kurz zu Superfoods. Also Superfoods generell, ja, es gibt ganz viele Sachen, die haben eine hohe Nährstoffdichte. Da muss man aber nicht auf solche Sachen aus aller Welt greifen. Man kann auch einfach hier zu heimischen Früchten, aktuell zum Beispiel schwarze Johannisbeeren, rote Johannisbeeren, weiß nicht, Brombeeren, Himbeeren, irgend sowas. Es gibt auch so viel bei uns. Also man muss nicht auf diese Sachen aus sonst wo aus der Welt zurückgreifen. Dann das nächste, das lag schon in der nächsten Box, die für euch verlost wird. Und sind das diese grünen Pasta, italienisch neu interpretiert, die vegane Felicia Bio-Pasta über Eco United aus Erbsen, roten oder gelben Linsen bringt dir eine Portion pflanzliches Protein auf den Tisch, der italienische Gourmet-Pasta für gesundheitsbewusste Genießer. Ich persönlich habe ja nichts gegen Weizenpasta, wobei ich Buchweizenpasta mega, mega lecker finde. Ich finde auch Kichererbsenpasta in Ordnung, aber bei roten Linsen und vor allem Erbsen hört es bei mir einfach auf. Es schmeckt mir einfach nicht. Ich kenne aber viele Leute, denen es schmeckt und die auch sagen, hey, dadurch, dass ich irgendwie kein Gluten essen darf oder will, funktioniert das super für mich. Für die werden sich vielleicht darüber freuen. Aber mein Freund und ich, Erbsen- und Linsenpasta,
funktioniert einfach nicht. Ich habe es getestet auf verschiedene Sorten. Es funktioniert für mich nicht. Deswegen kommt es in die Verlosungsbox für euch. Und vielleicht ist ja einer von euch dabei, der irgendwie sagt so, ja, geil. Weil ich, wie gesagt, ich kenne wirklich viele, die es gerne kaufen als Alternative. Und es ist ja auch echt nicht günstig, so wenn man es im Handel kauft. Aber für mich einfach... Gefreut habe ich mich dann aber wieder hierüber, über diese weißen Maulbeeren. Perfekt zum Snacken und eine tolle vegane und gesunde Alternative zum üblichen Naschkram mit Industriezucker. Die honigsüßen Maulbeeren stammen aus kontrolliert biologischem Anbau in der Türkei von Pure Raw und kosten 6,50 Euro die Packung. Und Maulbeeren kenne ich schon. Ich weiß auch, dass ich Maulbeeren mag. Die habe ich jetzt noch nicht geöffnet, weil ich gerade noch eine Dose mit Aprikosen und Trockenpflaumen habe. Aber sobald die leer sind, oder auch noch, genau, Aprikosen, genau. Sobald die leer sind, kommen dann die hier rein. Weil im Moment mache ich es halt so, anstatt Süßigkeiten zu futtern, futter ich halt Trockenfrüchte unter anderem. Und da die auch ziemlich süß sind, kommen die da wirklich sehr, sehr gelegen. Dann war hier noch was super Süßes drin, was aber auch an euch geht, weil ich habe gefühlte 1000 Rezeptbücher und Blöckchen in meinem Küchenschrank und ich möchte, dass dieses hier dann einen Platz bekommt, wo es dann auch irgendwie vielleicht lieb gehabt wird und richtig ausgefüllt wird, weil bei mir landet das noch wieder auf 1000 Zetteln und wird da ein bisschen ausgefüllt, da ein bisschen und da landet was Zerfleddertes und ja, Rezeptbücher sind bei mir nicht so gut aufgehoben und von daher möchte ich das gerne an euch weitergeben. Ich finde es total schön gemacht, so mit diesem Doodle-Stil, da stehe ich ja im Moment eh mega drauf und da könnt ihr sagen, wem das Buch gehört und könnt dann hier eure Rezepte eintragen, auch Fotos einkleben, wenn ihr wollt. Ja, und da hat man Platz für, ich glaube, es stand hier dabei, Platz für 40 Rezepte. Halte dein Lieblingsrezept aus aller Welt fest und gestalte ein individuelles Kochbuch. Das liebevoll gestaltete Buch wurde für dich unter höchsten Umweltstandards hergestellt. Von Cupcakes and Kisses für 11,95 Euro. Und last but not least ist noch ein Postkartenset dabei gewesen aus wirklich sehr, sehr, sehr stabilem Karton. Und zwar mit drei Motiven. Einmal Smile. Schön hier. Und ich glaube, das ist eine Monstera. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ganz viele Leute auf Instagram malen und dudeln die gerade. Und ja, das sind... auch super schöne Motive. Ich habe schon überlegt, wo ich mir die hinhängen könnte, weil ich mag das, so ein paar Spots irgendwie mit Postkarten zu versehen. Ich habe eh noch ein paar Künstlerpostkarten, die ich irgendwie mal aufhängen wollte und da passen die auf jeden Fall sehr, sehr gut zu. Und ich muss sagen, sowas finde ich auch immer sehr, sehr cool, wenn es im Klo hängt. Mal schauen, wo ich die hinpacke. Und diese Postkarten als Deko für dein Fernweh-Feeling zu Hause oder als kleine Aufmerksamkeit für deinen Travel-Buddy. Mit diesen hochwertigen Designstücken von Type Alive bringst du dich direkt in Urlaubsstimmung für 6 Euro die 3 Stück. Ja, ihr könnt mir wie immer mal schreiben, was euch davon am besten gefallen hat aus der Box. Und ich hoffe, dass ich im nächsten Monat vielleicht wieder eine unboxen darf. Mal schauen. Ich probiere jetzt noch die weiteren Produkte aus und werde auch eure Box, die ich an euch verlose, bald fertigstellen. Also da, ich weiß noch gar nicht, wie ich es verlose, wo ich es verlose, das wird sich dann zeigen. Aber sie ist auf jeden Fall schon wieder randvoll gefüllt und bald bereit, auf den Weg geschickt zu werden. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen ganz tollen Tag, Abend oder Nacht. Freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und bis bald.